Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of the Trial Princess HD. In der letzten Folge haben wir den Sorafluss in den Schatten besucht und nun wollen wir die letzten Schattenkäfer des Spieles sammeln. Es sind die letzten 12 Schattenkäfer, wir müssen sie wieder sammeln. Natürlich wollen wir unter anderem auch den letzten Wolf natürlich noch freischalten. Na komm. Und das war der erste. Ihr seht auf der Karte vielleicht unten links, dass es nur 3 gibt. Aber keine Sorge, es ist nicht irgendwie ein Glitch oder sonst irgendwas. Keine Sorge. Es gibt nämlich, dadurch, dass das hier ein ziemlich großes Gebiet ist, hat man auch die Käfer ziemlich krass ja, versteckt und verportet. In der letzten Folge haben wir auch die Warpfähigkeit endlich bekommen, auf die ich schon so lange gewartet habe. Also wir können uns jetzt endlich warpen. Ja, jetzt können wir wieder gegen die Assis kämpfen und ihr seht, dass die schon so ein bisschen fies versteckt sind. Also wir müssen sie so ein bisschen zusammentreiben. Das ist hier eigentlich die einzige Schwierigkeit bei den beiden. Aber ansonsten, es sind halt Noob-Gegner. Ich hatte euch schon damals gesagt, dass es halt einfach wirklich Gegner sind, die man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen kann, weil sie halt wirklich nichts können. Ah, okay, er ist auf der Brücke. Also da oben. Oh, geil, habt ihr gesehen? Der wollte sie gerade einbuddeln und zack, habe ich ihn umgebracht. Ja, wie gesagt, hier ist jetzt Wasser. In der letzten Folge war da nämlich nicht wirklich gerade viel Wasser, aber dadurch, dass wir das jetzt geschafft haben. Früher war es eigentlich auch dort vorne mal. War da vorne auch eigentlich mal ja, Käfer, aber. Ja, das war halt früher. Früher musste man auch schon da hinten rüberschwimmen. War ziemlich nervig. Und es ist auch immer noch, weil man hier so ein bisschen gegen die Strömung schwimmen muss. Und ihr seht, dass der See doch ziemlich groß ist. Dauert ein bisschen, bis man da drüben ist. Aber irgendwann schafft man es. Könnte ich bitte da bitte anlegen, Link? Da hinten ist auch schon der Käfer. Schwierig versteckt sind sie halt nicht, aber... Ja, wir können jetzt auch flöten, um weiterzukommen. Was brachte mir das direkt? Ach ja, stimmt, wir können jetzt diesen komischen Flugasi da holen. Ja, aber dieses Mal wird es auch, glaube ich, geskippt. Aber wir müssen das machen, nachdem wir jetzt die 3 gesammelt haben. Dadurch, dass jetzt Wasser ist, können wir, wie gesagt, jetzt auch mit dem Wolf heulen. Geht's nach oben. Ich glaube, es wird diesmal geskippt, oder? Nee. Shit, es wird nicht geskippt. Oh Mann, ich habe gehofft, dass es endlich geskippt wird, aber nein. Ach ja, stimmt, hier sind ja... Nein, stimmt! Hier sind Käfer. Stimmt. Ich erinnere mich. Oh, das stimmt. Wie konnte ich das vergessen? Man muss mich so anvisieren und dann treffen. Und das ist so unglaublich nervig dadurch, ja. Ich kann mich dran erinnern, ey. Nein. Aber hier waren früher noch mehr Käfer. Kann ich euch sagen. Das war früher noch schlimmer. Man muss sie halt anvisieren. Und dann mit dem Vogel treffen. Das ist halt nicht ganz so einfach. Nein, 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 nein. Die sind halt auch leider ziemlich flink, diese Kackkäfer. Oh, der Vogel. Nein, ich hab ihn verpasst. Nein, Mann, ich muss... Ich
Will das jetzt... Na, flieg doch vorbei, du Scheißteil. Warum kann ich ihn wieder nicht anvisieren? Ja, früher waren das halt, wie gesagt, Meerkäfer. Und da war diese Question sogar noch schlimmer. Ich glaube, 5 Schattenkäfer waren hier damals. Und das war einfach nur die Hölle. Manchmal hast du es halt nicht im ersten Versuch geschafft. Musstest du das noch abbrechen und... Boah. Ich kann mich halt noch dran erinnern. Oh, wie schlimm das damals war. Nein. Nee. Einfach nein. Einfach nein. Ey, komm. Ich hab doch den Kack geschafft. Früher musstest du da halt das machen, wenn du es nicht hinbekommen hast, den Kackkäfer zu bekommen. Dann durftest du halt den ganzen Käse normal machen. Durftest wieder von Start beginnen und durftest halt dann wieder versuchen, den Käfer zu sammeln. Ach, ich hasse das so sehr. Hat schon in der letzten Folge gesagt, das ist ein nettes Feature, aber es ist so nervtötend. Ich hasse es wie die Pest. Vor allem ist dieser Vogel auch manchmal so langsam. Dann wirst du manchmal von diesen Assis getroffen. Wenigstens haben sie die Steine schon abgeballert. Man kann rein theoretisch die Assis auch angreifen mit dem Vogel, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Weil jetzt zum Beispiel, wenn er irgendwo anstößt, man sofort abkratzt. Oh, ich wünsche, man könnte das skippen. Das ist so, oh, so unglaublich nervtötend. Ich hatte es schon in der letzten Folge gesagt, als ich das... Das ist einer meiner Hassstellen in diesem Spiel ist. Weil ich diese Stelle einfach nicht leiden kann. Mann, ich will doch da einfach nur durch. Ja, lass mich doch in Ruhe. Mach doch einfach. Ich hasse diese Vogel. Ich hasse diese Vogelkacke hier. Mann. Warum muss man das auch 10.000 Mal machen? Ich wünschte, es gibt hier, würde Save Points geben. Aber das Problem ist, es gibt hier keine Save Points. Du musst alles nochmal machen. Alles nochmal von vorne. Das ist so nervtötend und so unnötig. Wenn du einen kleinen Fehler machst, irgendwo dran stößt, weil der Vogel so kacke fliegt, darfst du den ganzen Käse nochmal machen. Glaub mir, es regt auf, wenn man vor allem hier damals die Käfer sammeln musste, wo man 5 hatte. Und dann hast du manchmal halt den Käfer nicht gekriegt und ist der verschwunden. Ne? Du durftest den ganzen Käse nochmal machen. Und dann bist du manchmal sogar noch irgendwo angeeckt und dann ist der Vogel auch wohl runtergeflogen. Ja, deswegen hatte ich auch so gesagt, oh Gott. Jetzt, ich erinnere mich, ja. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, ah ja, ich erinnere mich an die Stelle in diesem Spiel. Ja, ich weiß auch, warum ich diese Stelle gehasst habe, weil es halt hier wirklich sehr nervig war, die Schattenkäfer zu sammeln. Ich hatte ja gesagt, dass die Schattenkäfer so schlimm gar nicht sind. Das stimmt auch, ich finde das auch gar nicht mal so schlimm, aber hier... Das war einfach die Hölle auf Erden. Das ist eigentlich die einzige nervige Aufgabe mit den Schattenkäfern. So, jetzt sind wir jetzt wieder hier. Und jetzt können wir auch nach da drüben, weil da jetzt Wasser ist. Und jetzt können wir nach da drüben spazieren. Da ist wieder die Dame leicht bekleidet. Ja. Können wir hier rüber gehen. Und dort hinten ist wieder der Stein zum Heulen. Warum wird mir das jetzt gezeigt? Unten, Mitte, unten, Mitte? Was zur Hölle? Na? Ich wollte es nochmal anhören. So, jetzt. Oh, jetzt, warum wurde... Ich wollte doch das einfach nochmal hören, Mann. Ja. Solltest du es mir einfach nochmal abspielen? Sp-
Schieß mal ab. Manchmal macht das. Spiel doch mal nochmal ab. Ich will das nochmal sehen. Mann, wo muss ich denn da am Ende hin? Was willst du denn, Spiel? Du kannst es halt auch nicht nochmal abspielen. Wie mache ich denn das? Oh, so ein Quatsch, Alter. Judy, so nach unten, warum kannst du es mir nicht vorher anzeigen? Drecksgame. Da muss ich nach unten, Judy. Das ist so dämlich mit dem nochmal abspielen. Das ist so nervtötend. Sorry, ich bin halt sehr gereizt wegen der Scheißaufgabe mit dem Vogel. Es reizt mich immer zu Tode. Ich hasse wie die Pest. So, geschafft. Du sollst der okkulte Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. So, und wo befindest du dich? Ach, da. Ach ja, stimmt. Da war er. So, jetzt nach den Schattenkäfern suchen. Schattenkäfer war dort auf der anderen Seite, okay. Hier irgendwo. Wo denn hier? Ach so, soll das unter der Brücke darstellen oder? Für mich sieht es halt aus, dass es hier wäre. Ach so, ich muss es bestimmt hier so runter machen, oder? Nee. Schattenkäfer? Schattenkäfer, wo bist du? Link, was machst du da? Was macht der Link wieder? Wieso kommt er da nicht hoch? Ach ja, stimmt, man muss die Dame da ansprechen und erst dann kommt der Schattenkäfer raus, ja. Ja, man, das ist halt manchmal wirklich komisch, dass der Kiffer erst dann rauskommt, wenn du mit ihr sprichst oder interagierst. Wie auch immer ihr wollt. Muss halt mit ihr sprechen. So, könntest du jetzt da bitte an Land gehen? Danke. Was glitscht der denn da rum? Nein. Da drüben ist übrigens ein Angelhaus. Alle, die The Legend of Zelda kennen, die wir Angelhäuser kennen. So, was hast du denn? Ob Prinz Ranel hier vorbeikommen ist? Also, dieses Wasser ist die einzige Straße nach Schloss Hyrule führt. Komm, gehen wir ihn suchen. Blup. Ich weiß, dass es da lang geht, aber waren da die letzten Käfer oder waren da hinten die letzten Käfer? Karte. Danke. Okay, hier waren die Käfer noch. Ah, hier sind nur drei. Ob ich vielleicht doch den Flusslauf folgen soll? Da ist schon mal ein Käfer. Ich seh dich, du Kleiner.
Kann ich ihn nicht anvisieren? Bam. Round. Ich hab zwar kassiert. Hä? Hä? Ich hab dich doch getroffen, du Arsch. Cheater. Mann, greif doch an, du Depp. Warum greift er denn nicht an? Oh, du sollst doch nicht da runterspringen. Jetzt getroffen. 10.000 Treffern, dann ist er jetzt endlich mal gestorben. Jetzt muss man an Land gehen. Lass mich mal kurz gucken. Okay, da muss ich hin. Hier ist übrigens Eis, aber das wird erst sehr viel später wichtig. Was willst du denn? Okay, hier bin ich tatsächlich richtig. Ich kann auf der Karte erkennen, dass es nur zwei gibt. Also ganz oben. Aber wir werden sehen. Lassen wir uns einfach überraschen. Wenn nicht, dann muss ich halt nochmal den Umweg zurückgehen. Okay, das war ein bisschen knapp. Aber es hat ja geklappt. Und hier ist eine Kiste. Mit 20 Rubinen. Achso, das war ein Sora. Ich dachte, da drüben war ein Schattenkäfer, aber nee. Hier muss er sein. Und jetzt chillt er. Einfach sein Life. Und er wollte sich wieder einbuddeln. Ich habe ihn aber wieder vorher getötet. So, jetzt muss man nach da oben. So, direkt zur Quelle. Mir fehlen aber tatsächlich hier immer noch drei. Oh, da ist noch eine Kiste. Hallo, Kiste. Ich nehme mich ganz kurz noch mit. Oh, 10 Rubine, ja. Okay, nichts Weltbewegendes. Ich gucke mal hier wieder ins Wasser. Ich denke mal, ich muss da eine andere Weggabelung benutzen, oder? Ich würde ja auch gerne eventuell den Sura-Flusslauf benutzen, aber ich glaube, das ist noch falsch, weil irgendwie sieht es so aus, als würde ich denn da nicht mehr weiterkommen. Muss man den Wasserfall da hoch? Genau hier musste ich, glaube ich, lang, ne? Was? Nein, ich wollte mich nicht porten. Da oben muss ich hoch. Durch das Wasser sehe ich da nichts. Achso, da geht's noch weiter hoch. Das ist jetzt so übersehen. Nee. Wie komme ich denn da oben hoch? Dann muss ich ja einen anderen Weg laufen. Ah, du sollst nicht beißen, Ding. Nein, nicht runterfallen. Wo geht's hier langs? Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen umgucken. Könnte jetzt ein bisschen dauern. Bin halt am überlegen, ob ich da den Flusslauf nehmen soll. Oder ob ich hier oben eine Abgabelung verpasst habe. Ja, okay. Ja. Okay, hier bin ich tatsächlich richtig. Alles okay. Müssen wir wahrscheinlich als letztes die Abgabelung nutzen. Mit einer hier nach oben stolpern. Kann ich die Kamera hier nicht drehen? Ich kann zwar da lang, aber will ich jetzt erstmal noch nicht. Ich würde sagen, erstmal hier erstmal langlaufen und den letzten Schattenkristall holen und da wieder zurücklaufen. Womit man uns gerade hinlenken wollte. Ah, das sieht nicht so gut aus, als würde ich die Schattenkäfer in dieser Folge komplett schaffen. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich die ganzen Schattenkäfer
Oh, bitte lauf da einfach hoch. Immer in einer Folge schaffe, aber sieht gerade nicht so gut aus. Hier irgendwo soll der Schattenkäfer sein. Schattenkäfer? Ach, da oben ist er. Da bist du, komm her. Greif an. Bam, down. Kann ich den Weg... Oh nein, stimmt, jetzt geht er ja... Oh, jetzt springt er doch da raus. Oh. Nee, doch nicht. Diesmal macht das nicht. Bipipipipu. Bin ich aber auf der falschen Seite, ja. Ah, ich bin auf der falschen Seite. Jetzt kommt wieder die Sequenz, ne? Ja, sorry. Das war mein Fehler. Ich muss auf der anderen Seite wieder raus. Ich meine nämlich schon, ich weiß, wo wir mal lang müssen. Bin ich mir eigentlich schon sicher, wo wir lang müssen. Das war hier längs. Und dann halt da den Weg lang, wo die Rubine waren. Aber kann ich mitten da wieder zurückbringen? Oder muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Versuche mich da mal fallen zu lassen. Hier so ein bisschen. Nein, lass los. Genau. Hier lang. Dann hier längs und hopp. Läuft doch. Irgendwo hier müssten ja noch die Schattenkäfer sein. Oh, ist das eine Abkürzung noch da oben? Ja, ist eine Abkürzung, aber da brauchen wir noch die Bomben. Ich meine, dass wir jetzt den Flusslauf folgen müssen, aber da ich mir nicht zu 100% sicher bin, würde ich sagen, dass wir erstmal den Weg laufen. Oder war der hier mit Steinen zugebaut? Aber ich meine, nee, ne? Okay, Steine. Gut, dann waren hier Steine. Gut, dann muss ich definitiv den Flusslauf folgen. Und zwar ging das so. Oh, wäre es bitte gewesen, wenn ich genau da auf die Steine gefallen wäre. Wir müssen jetzt, wie gesagt, den Flusslauf folgen nach Schloss Harrow. Karte. Und dann hier abbiegen. Genau hier. Hier müssten rein theoretisch die letzten Schattenkäfer sein. I hope so, ne? Aber es sieht schon so aus, oder? Ich sehe aber irgendwie keine Schattenkäfer auf der Karte. Früher waren hier Schattenkäfer. Wo sind denn die letzten Schattenkäfer? Die werden mir hier nicht auf der Gesamtkarte gezeigt, oder? Wo sind die letzten Schattenkäfer? Ich weiß das früher. Ah, da guckt mal, ich sehe Schattenkäfer. Hier auf der Karte, da seht ihr. Früher waren hier Schattenkäfer, das weiß ich noch. Da bin ich mir eigentlich schon sicher. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, ne? Ich sehe da halt nur einen Schattenkäfer. Hier ist kein Schattenkäfer, kein Schattenkäfer, kein Schattenkäfer hier. Sonst sehe ich hier keinen Schattenkäfer, oder seht ihr einen? Okay, ich würde sagen, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage, bis dahin und ciao.